So. Du allerdings kannst immer mit, du bist Nubin. Hat der andere Geist auch irgendwas gedroppt? Sieht nicht so aus. Okay, dann laufen wir jetzt zurück bis vor den Altar und da rechts rein. Das war der Raum. Der hier. Glaube ich. Und da ist nicht... Oh. Doch, ein roter Trank. Also grün war jetzt definitiv für Mana. Wir haben momentan 56 von 70. Ich trinke mal den Trank. Und der rote bringt auch Mana. Okay. Welcher ist denn Heiltrank, wenn grün und rot für Mana sind? Na gut, merken wir uns für in Zukunft. Was sagt die Karte? Karte sagt, hier waren wir überall schon. Also würde ich jetzt gerne nach Süden abbiegen. Und weiter dahin gehen, wo ich eigentlich nur ganz kurz mal hingucken wollte. Nämlich den Raum mit den Knöpfen, damit ich es nicht vergesse. Es kann auch sein, dass er gesagt hat, im Nordosten und nicht Nordwesten. Jetzt geht's los. Also müssen wir nach Norden. Das ist nicht Norden. Doch, ist es. Benutzen. Klick. Kopfloser. Stirb. So. Oh, Helm beschädigt. Stuhl beschädigt. Kopfloser. Mehr als beschädigt. Mal schauen. Ja, sehr schön. So, Mitte des Raumes fernhalten ist okay. Hoch. Und jetzt gucken wir uns hier mal genauer um. Also einfach im nördlichen Gebiet. Westlich hier war ich glaube ich schon drin. Ist hier oben irgendwo was Schalterartiges? Eine Tür. Und die führt nach Nordwesten. Oh. Und hier sind Knöpfe. Und von der Mitte fernhalten. Okay, okay. Ich habe aufgeschrieben Nordwesten. Klick. Südosten. Klick. Nordosten. Klick und Südwesten. So. Gucken, ob wir jetzt wirklich den Ring bekommen. Klick. Und nichts ist passiert. Vielleicht können wir jetzt in die Mitte springen. Oh. Das war zu weit. Spring ganz normal. Warum springst du jetzt so hoch? Irgendwas muss am Helden komisch geworden. So. Stehst in der Mitte. Wir haben dich gedrückt, du bist oben. Warum bist du unten? Du bist oben. Du bist oben. Nein, ich habe irgendwas falsch gemacht. Vergessen zu drücken. Nordwesten. Südosten. Nordosten. Südwesten. Okay. Das ist jetzt rückgängig. Also ich habe alles rückgängig gemacht, was vorher gedrückt wurde. Also jetzt nochmal von vorne. Als wenn ich gar nicht da gewesen wäre. Nordwesten. Südosten. Mist, da ist gar nicht Norden.
runter. Runter. Alles ist unten. Okay, nämlich da ist Norden, verdammt nochmal. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass da Norden ist. So. Nordwesten. Südosten. Nordosten. Südwesten. Nichts. Okay, vielleicht jetzt nochmal rückwärts. Also nochmal, weil ich es hier eben alles verkehrt rum gemacht habe. Nordwesten. Südosten ist unten. Nordosten ist unten. Südwesten. Das ist komisch. Karte. Ja, hier ist der Schalterraum. Hätte ich das von vornherein richtig machen müssen? So, du bist unten. Du bist unten. Du bist unten. Du bist unten. Oh. Haltet euch von der Mitte fern. Warum? Hier ist keine Gefahr, keine Falle, kein Gegner, kein gar nichts. Und da ist auch wirklich Norden. Ja. Nordwesten. Ich habe mich mal ganz an der Wand, dass ich nicht aus Versehen irgendwas drücke. Also in der Mitte. Und auf der Bodenplatte um die Mitte. So, das ist jetzt Südosten. Das da ist Nordosten. Und das hier ist Südwesten. Und jetzt gehe ich einfach raus. Ist hier noch irgendwo etwas, was freigeschaltet werden konnte jetzt vielleicht? Die Tür? Oder ging die schon vorher auf? Nee, sieht nicht so aus, wenn sie irgendwo in einen Thronsaal führt, wo man vorher nicht rein konnte. Das Ding kennen wir schon. Zurück, 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 zurück. Nordwesten, Südosten. Nordwesten. Südosten. Nordosten. Südwesten. Und wieder raus. Oder liegt da jetzt was in der Mitte? Oh, liegt was. Sehr schön. Oh, ich dachte schon, es wäre verbuggt. Ansehen. Ein perfekter Eisenring. Du da rein, du dahin. Was auch immer du machst, du wirst bestimmt was Tolles machen. Gut, eine Sache von der Liste schon mal fertig. Also, dann kann der Schalterraum-Dingens da weg. Level 4 kann das weg und das weg. So. Zur Hölle muss ich klicken. So. Buch. Wir haben den Ring jetzt gefunden. Fehlen nur noch 7 andere Sachen. Ist ja nicht, dass wir schon eine ganze Weile hier unten drin sind. Aber ja. Sehr schön. Auf jeden Fall eine tierische Erleichterung, jetzt das erste gefunden zu haben. Vielleicht haben wir auch schon das zweite. Wir hatten ja auch irgendwann schon mal eine Flasche Wein gefunden. Auch wenn ich es ein wenig komisch finde, dass Wein eins von den Talismanen sein soll.
Aber die Flasche hieß A Fine Port. Also ein edler Portwein. Na gut, wir sind jetzt wieder hier. Hier gab es ja auch noch ein bisschen was zu tun. Ich wollte ja nur runter, um die Geschichte mit dem Ring nicht zu vergessen später. Also, wo können wir noch lang? Hier im Norden. Was war da? Das sind so komische Nischen. Erstmal hoch. Ah, hier war der Ritter. Ja, das ist nicht so toll. Erstmal. Oh. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Ach, da bist du. Kaputt. Was dabei? Ja. Also, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte Essen herbeizaubern. Dann, dass wir uns ordentlich vollstopfen. So. Dann alle weg. Dann den Schutzzauber ohne die Anfangsrune. So, schon mal vorbereiten. Licht aus. Genau. Dann schlafen wir einfach. So. Essen gut was. Essen sehr, sehr gut was. So, geht nicht mehr. Die drei Münzen können auch noch in den Rucksack rein. So, Licht an. Schutz gegen Schläge. Fehlgeschlagen, fehlgeschlagen. Gelungen, okay. Was haben wir noch? Geschwindigkeit. Das wäre ein dritte Stufe Spell. Das wäre ein R. Das wir nicht haben. So können wir Speed casten. Okay, lassen wir das. I, B, M. So. Und jetzt probieren wir einfach mal den Chaosritter ein wenig zu verletzen. Wenn das nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Worn Mace. Ja, das ist nicht so schön. Aber hilft nichts. So, auf ihn. Aha, ich bin der Chaos. Warte, mal gucken, wie schnell ich dich umbringen kann. So, er ist früh. Guck, das beschädigt. Wir sind beschädigt. Wow, wow. Guter Treffer, aber er ist immer noch grün. Nicht gut. Grün. Ah, nein. Ah. Tot. Ist ja nicht so, dass wir bei 40% oder so Lebenspunkten waren. LP20. Und hier waren wir noch nicht mal da, wo wir die Schalter gefunden haben. Nicht schön. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Wir müssen jetzt die Kopflosen nochmal umbringen. Oder? Na doch, da ist einer. Also ja, Kopflose müssen wir jetzt neu umbringen. Den müssen wir das Schalterrätsel von vornherein richtig machen. Dadurch sparen wir schon mal auch eine Menge Zeit. Und dann gehen wir nach oben. Zack. Oh, und es kann auch gut sein, dass wir hier noch gar nicht bei dem Dingens waren. Bei dem Schrein. Wo wir das Mantra sprechen können. Das sollten wir dann auch nachholen. Obwohl mir langsam der Verdacht kommt, wir sollten vielleicht doch nicht alles auf Attacke setzen, sondern vielleicht auch ein, zwei auf Defense. Weil der hat uns echt mit einem Schlag von 40% auf null runtergehauen. Und das trotz magischer Rüstung und was weiß ich. Und der haut uns auch gleich tot. Aber der hat ein paar Mal öfters getroffen. So. Zack. Okay, wo geht's raus? Da geht's raus. Den einen Kopflosen ignorieren wir kurz. So. Klick. Schlafen. Schlafen. Oh, Level 12. Licht.
Was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Das ist schon mal nicht so schön. Also wieder zurück. Den einen Kopflosen doch noch umbringen. Wenn er im Weg ist. Ist er nicht. Klick. So, und jetzt den eigentlichen Raum suchen, wo die Schalter waren. Also ich glaube, das war hier links und gleich wieder rechts. Genau, hier. Dumm, 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 dumm. So, also, Nordwesten. Das war hier. So, dann Südosten, Mitte meiden. So, dann Nordosten. Hier, Südwesten. Da müsste der Ring gleich auftauchen. Und da ist er. Sehr gut. Du da rein, du dahin. Genau, wir wollten jetzt noch gucken, der Schrein der Tugenden und der Magier, der drin war. Oder Priester. Wo war der? Gehen wir kurz hier raus, nach Norden. Oh, was war das da? Achso, nur Holz. Oh, Skelette. An die kann ich mich gar nicht erinnern. So, rot. Kaputt. Grün. Rot kaputt. Ja, das ging mal schnell. Oh, die Geister, stimmt. Hier ist noch so ein Einsturz. Ist. Könnte derselbe Einsturz sein wie vorhin oder die andere Seite davon. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da ein roter Trank vorlag. Ha, du kommst damit. Karte sagt, hier ist Ende. Okay. Dann zurück. Und die Tür checken. Spinnen, an euch erinnere ich mich. Komm schon. So, eine nach vier Spinnen. Okay, daran erinnere ich mich nicht mehr. Eine Spinne, grün, gelb. Rot kaputt. Nächste Spinne, gelb. Oh. Schon, das sind nur Spinnen. Oder können alle drei mich hauen von da hinten? Ach du gute Güte. Und der rote Tank hat jetzt doch Lebenspunkte geheilt. Und hier ist ein Kopfloser. Nicht, nicht schön. Also wir können jetzt auch schon wieder zurücklaufen. Denn wir haben das, was wir erledigen wollten, auf dieser Ebene ja schon geschafft. Das war der Ring holen. So. Komm schon. Ist bloß eine Spinne. Ich bin aber da und ich habe eine Kriegskeule und Kettenpanzer und überhaupt. So. Du auch noch. Kaputt. Kaputt. Ja, flieh, flieh vor der Macht des Avatar. Oder so ähnlich. So, den Kopf los werde ich aber ignorieren. Das wird sonst wirklich ein bisschen zu zäh. Wir haben gar nicht eingezeichnet, wo es wieder hochging. Das wiederum ist nicht so schön. War das hier? Süden? Ja, sehr gut. Also hier geht's hoch. Das
Das machen wir doch gleich mal. Zack. So. Jetzt speichern wir sicherheitshalber, weil wir gemerkt haben, dass es doch mal recht schnell gehen kann. Wieder ab und sehen uns gleich wieder.